Moin Leute und herzlich willkommen zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir uns wieder mal mit Multithreading auseinandersetzen, so ein bisschen. Und was wir heute so machen wollen, ist ein sehr interessantes Modell. Und zwar das ACTA-Modell, also das Aktorenmodell, wenn man es auf Deutsch haben möchte. Und Message Passing, also Nachrichtenübermittlung. So, und was man da normalerweise hat, ist irgendwie, man hat Objekte. Ich werde jetzt hier einfach mal MyActa meine Klasse nennen und die erbt normalerweise von einer Klasse Actor. So, und diese Klasse ist zum Beispiel auch von eurem von eurer Programmiersprache mitgeliefert oder von irgendwelchen externen Tools, die ihr benutzen könnt, oder ihr müsst sie halt leider tatsächlich selber schreiben, weil eure Sprache das nicht unterstützt. Aber das ist eher relativ selten. So, und was diese Klasse MyActor bzw. die Klasse Actor vor allem euch mitliefert, ist eine Funktion, dass ihr Nachrichten empfangen könnt. Das bedeutet, ihr habt jetzt ein nebenläufiges Objekt, das heißt, ihr könnt jetzt hier in diesem MyActor irgendwas berechnen zum Beispiel und das läuft komplett in einem eigenen Thread. Aber ihr müsst nicht irgendwie mit Logs oder mit geteilten Objekten oder sowas arbeiten, sondern ihr habt diesen Actor, der Nachrichten empfangen kann. Das heißt, ihr habt zum Beispiel jetzt ein, nennen wir es MyActor, M ist gleich new MyActor. So, und was ihr jetzt diesem MyActor geben könnt, ist zum Beispiel m.send. Und jetzt könnte ich hier eine Nachricht reinschicken, die irgendwas sein kann. Also das muss jetzt nicht irgendwie ein String sein, sondern das kann auch ein Integer sein. Oder es kann sogar irgendwie ein richtiges Objekt sein. Also zum Beispiel, ihr habt noch eine andere Klasse, Klasse Hund. Hund. Und irgendwas damit gemacht und jetzt könnte ich hier tatsächlich auch einen New Hund oder sowas reinschicken. All das bleibt euch überlassen. Ihr könnt hier wirklich jedes Objekt reinschicken. Und was das Ganze macht ist, ihr habt bei diesem MyActor einen Postbrieffach zum Beispiel, also irgendwie einen Postkasten und ihr könnt den jederzeit abholen. Das macht diese Actor-Klasse für euch. Die prüft einfach in einem regelmäßigen Abstand, habe ich gerade eine neue Nachricht, habe ich gerade eine neue Nachricht, habe ich gerade eine neue Nachricht und so weiter und so fort, die ganze Zeit. Und wenn tatsächlich mal eine Nachricht da ist, dann wird eine sogenannte onReceive-Methode aufgerufen. Das ist normalerweise eine Void-Function onReceive. Ihr seht, dieses on sagt schon irgendwie, dass es eine Art Event ist, dazu aber noch mehr. Das ist ein sehr seltsames Zeichen, dass ich eigentlich schon früher mal in ein paar Places gebraucht hätte, aber irgendwie nicht wusste, wie ich es machen kann. Naja, egal. Und was ich jetzt hier bekomme, ist normalerweise ein Object O. Object ist in vielen Programmiersprachen einfach die oberste Klasse. Das heißt, es gibt tatsächlich keine höhere. In TypeScript zum Beispiel wäre es Any, soweit ich mich da richtig erinnere. Aber in manchen anderen oder in vielen anderen Sprachen ist es einfach Object, die höchste Instanz sozusagen, die man kriegen kann. Das heißt, Object erbt tatsächlich von nichts, alles andere erbt implizit von Object. Das heißt, ihr habt im Prinzip jedes einzelne Ding, was ihr hier reinstecken könnt, ist möglich. Also ihr könnt einen NewHund reinstecken, ihr könnt einen String reinstecken, ihr könnt einen Integer reinstecken und so weiter und so fort. Und jetzt kann man hier drin irgendwas mit dem O machen. Zum Beispiel, man weiß, man steckt da nur Strings rein. Also, was kann ich machen mit diesem O? Naja, ich konvertiere das ganze Ding in einen String und speichere es mir in eine Variable, String, Nachricht ist gleich. Und jetzt kommt hier irgendwas Sinnvolles natürlich bei raus, weil ich hier nur Strings reinstecke. Wenn ich jetzt einen New Hund reinmache, dann schmiert mir das Ding natürlich ab. Aber jetzt kann ich hier einfach hergehen und zum Beispiel Hallo eingeben. Und jetzt kann ich hier mit dieser Nachricht irgendwas machen. Das Ganze läuft immer noch vollkommen synchron ab. Und diese onReceive-Methode wird auch wirklich erst dann aufgerufen, wenn dieses Send hier fertig ist. Das macht alles die Actor-Klasse für euch. Das heißt, das ist, das blockiert sozusagen. Das heißt, ihr habt eine Nachricht an diesen Actor geschickt und der prüft einfach regelmäßig, ob in seinem Postkasten was drin ist. Und wenn die Nachricht fertig übertragen wurde, dann bekommt ihr die hier in diesem onReceive zur Verfügung eben. Das heißt, man stellt sicher, dass ihr eben mit Logs und allem drum und dran, natürlich könnt ihr das auch selber schreiben, diese Actor-Klasse. Im Endeffekt, wenn ihr da einen Haufen mit Logs irgendwie macht, dann ist das alles kein Problem. Und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier irgendwie Objekte reinzuschreiben. Aber man muss natürlich sehr, sehr viel Aufwand reinstecken. Und oftmals gibt es das einfach for free, wenn ihr irgendwie eine Bibliothek von irgendjemand anders benutzt oder einfach tatsächlich von der Sprache tatsächlich selber. Und ja, jetzt könnte ich hier weiter mit dieser Nachricht arbeiten und irgendwas machen.
und dort drin dann eben weiterbrechen. Zum Beispiel habt ihr jetzt hier was bekommen, wie etwa einen neuen String. Das ist zum Beispiel jetzt ein, wer meine IT-Sicherheitsvideos geguckt hat, weiß, was ich damit meine, ist ein Hashwert und ihr wollt ihn jetzt knacken. In genau diesem einen Thread hier, denn der Actor läuft ja in seinem eigenen Thread. Also habt ihr hier einen, der knackt diesen String, der nächste knackt eben einen anderen String und so weiter und so fort. Und so könnt ihr das zum Beispiel hier machen. Okay, ist ein sehr beliebtes Modell, wenn man irgendwie an Cloud Computing denkt. Natürlich, weil über Sockets oder sowas kann ich jederzeit irgendwelche Nachrichten verschicken und die anderen Leute empfangen dann natürlich auch wieder diese Nachrichten. Okay, das war schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch so als kleine Einführung in Message Passing, also ich übergebe hier Nachrichten, deswegen nennt man das Ganze Message Passing. Und ja, ich hoffe, es hat euch als kleine Einführung gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.